Oh, ich bin noch nicht müde, ich bleib noch. Das ist gut, dann bin ich nicht ganz alleine. Ja. Oh, es ist Samstagabend, stimmt, da dauert es nur 10 Sekunden, um eine Lobby zu kriegen. Ja. Man merkt das voll, ne? Mhm. Verfolgungskategorie. Wow. Warum kriege ich Leute mit Prestige 3? Ich möchte die Unerfahrenen. Ich habe den Geist erst zweimal, gespielt. Deswegen erwarte ich die gut, etwas. Aber, ich habe jetzt zum Beispiel die Hexe letztens ganz hoch gelevelt, ohne die gespielt zu haben. Vielleicht ist das einer, der auch noch nicht so viel hatte. Also ich hatte im ersten Match, in dem ich den hatte, habe ich meinen 4K recht gut hingekriegt, sagen wir es mal so. Zweite Mal musste ich dafür ackern, das hat aber trotzdem noch ganz gut funktioniert. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also wenn ich halt die Leute mit den blutigen Klamotten sehe, weiß ich ja, die sind schon Prestige 2 oder 3 oder 1. Eins ist, wenn nur ein Kleidungsstück ist. Genau, also die und halt die Nicht-Standard-Charaktere. Ich meine, da waren jetzt noch zwei Neas dabei mit Standard-Klamotten. Es kann sein, dass vielleicht ist es eine SWF oder so. Das kann man natürlich auch nicht. Genauso wie diese weirden Gruppen, die manchmal miteinander spielen. Genau. Ach ja, Sumpf ist doch okay. Also, ich glaube, die Schwungrunde gucke ich jetzt kurz. Aber auch nur, weil ich hier noch scheiß Sternenhänge, die mir so viel Zeit fressen. So, gucken wir mal, was wir so finden. Meinst du für den Oktober oder eine Commission? Ja, ich mache immer noch den Oktober. Ich wollte einfach nicht an die Commission, muss ich auch mal überhaupt fertig machen. Ich will ja auch noch von mir irgendwann was haben. Voll die Anpro. Ja. Du bist in eine Sackgasse gelaufen, das nutze ich natürlich aus. hat er extrem Pech, muss ich zugeben. Aber er ist in eine Sackgasse gerannt und ich konnte einen Body blocken. Ja. Das ist ja dann halt schon Freak. Ja, ich bin ein gemeiner Killer. Ja. Ganz kurz hier. Guck mal in die Schränke hier noch. Meistens ja. Setzen sich ganz gerne da rein. Ja, was haben wir denn da? Ach, schade. Ja. Du hast diesen Goldskin, den wir das einmal kostenlos gekriegt hatten. Was hab ich? Diesen Skin, diesen golddurchzogenen Skin. Ah. Wow, das ging. Ah, guck mal. Wolltest du nicht zeichnen? Ja. Einmal getroffen. Oh. Hä? Wo ist sie hin? Hä? Sie ist weg. Sie ist weg und du bist wieder an. Ja, so schaut's aus. Bevor sie den fertig kriegen, der klingt schon sehr weit. Okay. Ist das Bill, der von Fuchs gespielt wird? Oh mein Gott, da heißt einer würziger Tomaten. Ja, das ist fantastisch, oder? Oh, da hinten sind zwei mit Discordens. Das heißt, die sind ganz weit weg, um Billy Boy zu retten. Jetzt machen sie sich auf den Weg. Ja.
habe heute ein sehr freudiges Team gehabt. So. Also ich hätte sie platt gemacht. Aha. Wir hatten ganz am Anfang ein Disconnect. Okay. Ich hätte und ich habe sie tatsächlich zwei im Tor gelegt. Oh. Oha. Den einen habe ich noch hängen können, der andere war halt nicht schnell genug weg. So, okay. Das tat mir etwas leid, weil ich dachte dann so, ja gut. Dann habe ich den zweiten geschnappt und bin mit ihm zum ersten, den ich gerade noch aufgehangen habe, gegangen. Oh. Zwei wiggeln und die sind beide rausrennen. So nett. Am Ende wusste ich ja, dass sie wären trotzdem gestorben, wenn ich es gewollt hätte. Ja. Ich vermute ja, diese Nähe hat Urban Evasion oder sowas. Guter Pörder. Schade. Ich muss erst den Generator da treten. Ich glaube, da ist noch jemand. Ah, ich habe mich geirrt. Ob sie noch in der Nähe ist. Also geheult hat sie eben noch. Mhm. Ich liebe den Blick übrigens, weil das so richtig schön so. Sie haben, glaube ich, mittlerweile geschnallt, dass ich Discordance habe. Mhm. Hallöchen. Naja, ich meine, seine. Sein Blick ist gerade immer so. So weg. Ja, gell. Mach ja, wenn ich, gibt's da gar nicht. Storyboard, also wenn ich Charaktere entwickle, sieht bei mir ja, Charakterbeschreibungen am Anfang immer so aus. Lauter Chibis. Wow. Und ich glaube, das hier ist... Die sind alle voll besser als ich. Eins meiner ersten Bilder von ihm. Wow, Scheibenkleister. No. Ich habe nur den Bill gekriegt bisher und das war derjenige, der das meiste Prestige-Zeugs hatte. Der ist ja einer meiner ersten Seiten. Ja, so, so. Oh, poor Baby. Na, zumindest noch einen Haken. Schön, mit dem Haarverlauf. Ja, gell? Ja gut, er hat ja, dieses Rosa, das so verlappert. Wow, die Ausgänge liegen nicht gut. Voll der Unterschied zu, von Gammel-Look hier. Ja, gell. Nee. Diese richtige Lebenslust. Ja. Zu dem hier. Ich meine, es gibt auch... Zählt mal bitte 60 Sekunden runter. Ich meine, diese Liebe, die spürt man richtig, ne? 60, ich will einen D-Strike abwarten. Also jetzt noch 40 oder so. Ja, ich hab die Ohren. Okay. Ja,
Du musst mit mir auch. Meinst du, dass das jetzt hat? Was? Ich meine, mein Amarok. Bist du sicher, dass sie es hat? Oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe so oft die Strikes gefressen in letzter Zeit. Ich erlebe es auch öfters, dass die Survivor welche haben. Und deswegen bin ich etwas vorsichtiger. Ich mache heute was zeichnen. Wie viele Sekunden sind vorbei? Hallo? Jetzt müssten 60 sein. Jetzt müssten 60 sein? Ja. Dann riskieren wir's. Ist aber nett, dass sie extra selbst nach Keller gegangen ist. Ja, schon, ja. Ja. Der Ausgang ist noch zu. Sagen, sie hätte es nicht versucht. Ja, das auf jeden Fall. Na, sie kommt raus. Das ist okay. Darf ich noch? Die Tomate ist raus. Mhm. Ja, das ist okay. Jetzt schauen wir mal, ob sie einen hatte oder nicht. Nee, kein D-Strike dabei. Na gut. So, erste. Zu Ende und ich bleibe dieses Mal meinen Worten treu, von daher. Wuhu! Dito! Ich auch. Ja, dann. Spaß. Bis morgen wahrscheinlich. Bis morgen. Genau. Bis morgen. Ciao. Ciao. So. Mit ihr muss ich auch noch. Die Bauer Hope. Ich eigentlich auch nicht. Mit Devour Hope bin ich auch nicht sonderlich gut. Ich habe so gar nicht die Perks, die ich mag. Thanatophobie, Spannungsstoß. Geflüster wäre vielleicht was. Ja, also Geflüster habe ich auch bei ihr. Das ist zum Beispiel, wenn du halt teleportierst, gar nicht mal so scheiße. Ja, denke ich auch. Ich nehme es mal mit. Zorn des Gespenst, so. Hass, so. Oh, ich habe keine Herausforderung. Das sollte ich vielleicht noch korrigieren. Hake 7 Überlebende fest. Riecht das hin? Hit oder Miss? So ist einfach. Kommt auf die Survivor an und ich bin mit Gespenst, habe ich noch nicht so viele Runden, deswegen keine Ahnung. Wird sich zeigen. Hinhängen. Das ist richtig. So. Steht nichts von Opferung. Ich weiß. Aber ich habe eben auch keine sieben hinhängen, also keine sieben Haken zusammenbekommen. Okay, eine Prestige-Claudette, eine Normal-Claudette, eine Normal-Dingens und eine Yui. Zeug für Add-ons. Ladezeit, denkst du.
Ich habe jetzt halt drei Aufgaben mit drei tägliche Aufgaben mit drei Killern, die ich nicht so oft spiele. Aber ich muss sagen, das Rating hat sich schon deutlich verändert. Also ich krieg auch mit den Killern, die ich noch nicht oft gespielt habe, mittlerweile deutlich erfahrenere Survivor. Echt? Hat man eben gemerkt, die waren nicht schlecht. Obwohl ich den Bill relativ einfach gekriegt habe. Die anderen haben mich gut ausgespielt. Kann auch sein, dass ich einfach grottenschlecht war und die wesentlich besser hätte kriegen sollen oder können. Keine Ahnung. Kann auch sein. Wir werden es sehen. Ja. Wie wär's mit Ormond oder Yamaoka? Oder eine In-House. In-House ist auch schön. Es kommt In-House, wenn es nicht gerade Hawkins ist. Mit Hawkins stehe ich auf Kriegsfuß seit jeher. Alle anderen In-House-Maps, sogar RPD, funktionieren ganz gut. Aber mit Hawkins kommst du auch ganz gut klar. Also mit Hawkins komme ich gar nicht klar. Also der Geist wahrscheinlich, ja. Aber ich persönlich kann mit Hawkins irgendwie nicht. Warum auch immer. Die mag ich auch nicht so. Die ist groß. Gebäude. Oder diese Macmillan, die sind recht groß, diese Karten. Oh, da ist irgendwo was. Mhm. Noch näher dran gegangen wärst, hättest du... Ja, ich weiß. Ui, das war sehr unvorsichtig von Yui. Aber es hat... Ich muss auch viermal aus dem Versteck raus und jemanden treffen. Auf jeden Fall ein ganz guter Anfang, so mag ich das. Da ist der Haken. Oh. Ach stimmt, ich habe Spannungsstoß, da ist der Generator direkt kaputt gegangen. Da hinten. Nehmen wir. Boah, ich hasse das, wenn die so schnell fertig sind. Huch! Geil! Das habe ich nicht erwartet. Das Problem ist ja, dass du sie nicht siehst und dadurch, dass sie ja gelaufen sind, hast du ja auch keine Spuren. Ja, es war totales Glück, dass ich genau neben ihr rausgekommen bin. Ja. Blöde Kiste. Da ist im Übrigen dein Fluchtboden. Das ist okay, die dürfen ruhig kaputt gehen. Oh, schon zwei Generatoren. Was mache ich denn da? Ich bin super schlecht gerade wieder. Wow. Krass, schon zweimal rausgekommen. Und direkt von einem Survivor gewesen. Sprint Boost, das ist okay. Aber man merkt, das ist ein Killer, der liegt mir nicht so richtig.
Hey, Claudette ist mal getroffen worden. Oh, nicht die Palette? Okay, soll mir recht sein. Ja, kann ich was Gutes für dich tun oder willst du einfach nur zugucken? Hi, ich bin jetzt natürlich gerade mitten in der Folge und kann dir nicht gute Nacht sagen. Gute Nacht! Kannst mir noch ein bisschen zugucken, wenn du willst. Okay. Faszinierend. Ha! Bevor sie die Palette schmeißen konnte. Ach. Okay, immerhin. Doch, wo sie war. Sackgasse, die habe ich nicht aufgemacht. Nicht erwischt. Aber ich merke, aus Whispers kriege ich gerade gar nicht so viel raus. Na gut, das ist ja auch erst im Grünen, ne? Ja, das stimmt. Aber ich beachte es auch nicht so viel, wie ich vielleicht sollte. Was ich bei den Hügeln zum Beispiel immer mache, ich gehe oben hoch. Hm. Mal. Mache ich auch öfters. Jetzt gerade habe ich gedacht, okay, sie ist noch nah genug, dass ich es nicht brauche. Muss zum Generator zurück. Nein, muss ich nicht. Oder vielleicht doch. Was habe ich gesehen, Mädchen? Noch immer habe ich 6 Haken produziert. Jetzt bräuchte ich noch einen für... Ja, aber der eine hätte dir... Soll ich nicht durchgehen? Okay, funktioniert. Was ist das denn für ein Perk? Ah, die ist gerade geheilt worden. Das ging schnell. Doof. Teleportiere dich doch. Ja, die haben sich gerade geheilt. Wahrscheinlich sogar irgendwo in der Ecke.
Ja. Na gut, wenn sie alle voll geheilt sind, dann können sie einfach durchrennen. Ja. Ah ja, ist nicht so schlimm. Oh, darf ich dich hitten? Ach. Wenn ich sie wenigstens hitten dürfte. Darf ich doch mal? Ne? Mach dir den anderen Ausgang auf. Oder wollt ihr auf den letzten drücken? Ach, je, oh je. Ich will nur die Tagesaufgabe eigentlich kriegen. Du hast doch schon alle Tagesaufgaben, oder? Viermal aus dem Versteckmodus heraus und dann jemanden treffen. Ah, okay. Und ich hab's natürlich nur dreimal geschafft. Wee. Also muss ich nochmal spielen. Sie ist eigentlich ganz witzig, aber sie ist nicht ganz so mein das, was ich normalerweise gerne spiele. Deswegen spiele ich sie halt auch nicht oft und bin halt auch nicht richtig gut mit ihr. Ich glaube, Flüster muss ich tatsächlich nochmal austauschen. Noch ein Pudding. Und ich brauche tatsächlich ein paar von meinen Perks. Geht also mit den Add-ons. Also oben in deine. Aha. Nee, was hast du denn da oben? Zeig mal. Ich habe einmal erhöht die Dauer und die Aufladezeit. Ob du noch eins findest, was etwas länger dauert, weil ich finde, ihre Zeit bei dir ist ein bisschen abgekürzt. Das ist okay, das ist okay. Ich verbrauche immer erst die Schwächeren. Genau. Strider. Hm. Spät haben. Ach, ist noch nicht mal 12, es geht ja noch. Danach habe ich noch tägliche mit der Seuche. Mhm. Seuche kann ich ein bisschen besser im Allgemeinen. Es kommt auch bei der Seuche recht stark auf die Spieler an, wie immer. Ja, es kommt, glaube ich, generell auf die Spieler an. Ja, ich meine, wenn ich jetzt in derselben Runde gewesen wäre mit Pyramidenkopf zum Beispiel, den ich halt wirklich am meisten spiele, hätte ich was mit Sicherheit besser abgeschnitten. Das ist halt ganz normal, klar. Oder Doktor. Ja, hier ist eine Karte, die nicht ganz so groß ist. Hallo. Okay. Das kannst du gerne machen, jetzt fällst du raus. Was haben wir denn da? Da hinten ist doch was. So. Versuchst du dich umzubringen? Wieso bringst du dich in Phase 2, Alter? Vielleicht hatten die keinen Bock auf die Map oder so. Vielleicht hat er auch gerufen, oh nee, ich bin schon wieder als erstes gefunden worden und hat aufgegeben. Er wurde runtergeholt. Ich gebe aber nicht auf. Das ist richtig, das spricht ja auch für dich.
Sehr schön. Was war denn das für ein Game? Das ist ein Perk. Dass links, wenn jemand jemand anderen heilt, dann schreit der Heilende auf. Was machst du denn da? Dann schreit der Heilende auf. Genau. Und der andere ist irgendwie 60 Sekunden lang gebrochen. Und das war die Wauerhope. Nicht der Wauerhope. Verteufelte Erde. Da sind sie alle gefährdet. Für eine Minute lang. Das ist ziemlich cool. Wenn ich jetzt den Leon wiederfinde, dann ist der direkt tot. Der ist irgendwo da oben. Vielleicht wieder im Schrank. Das wäre ziemlich krass. Na gut. War tatsächlich ein Versuch wert. Du bist gefährdet. Er ist in die Luft gegangen. Hm, das ist auch ein Perk, das ich habe. Okay, ich glaube, es ist ihm echt. Ist er tot? Ja. So. Gemacht. Das, wenn ich jemanden niederstrecke, explodieren alle Generatoren im Umkreis von 32 Meter und verlieren ein bisschen Fortschritt. Das ist eigentlich ganz nett. Da muss man nicht kicken und sie verlieren zusätzlich Fortschritt. So. Ich habe schon Leon rausgeschmissen. Links? Oh. Ja, ich wollte eigentlich nicht tunneln, aber wenn David so weit wegrennt. Ha. Kannst ihn ja liegen lassen. Ach, guck mal, da ist auch einer explodiert. Ja, so bin ich nicht. Wenn ich schon einen schmeiße, dann. Das war der, weil der David ist so direkt abgehauen. Da oben ist ein Haken. Warum sagt mir das keiner? Guck mal, da ist ein Haken. Cool. Ich glaube, das merke ich mir für die Zukunft. So, jetzt muss ich aber wirklich mal jemand anders erwischen. Ist ja furchtbar hier. Geh mal zurück. Ja, ich will jetzt nicht noch zusätzlich campen. Ich hab nee, nicht campen. Ich meinte, war da hinten nicht auch noch ein. Da ist der Keller. Gut, wer weiß, wo die hingerannt sind jetzt? Ja, vielleicht zu dem Generator da hinten, wo sie den Dings geheilt haben. Ach so, ich guck erstmal die Generatoren ab. Weil dann habe ich auch das Layout der Karte einmal. So, ich muss noch einen. Ne, ich habe glaube ich schon einen getroffen aus Versteckt heraus. Hallöchen, Fengmin. Diese Richtung. Ah, die haben unterm Haken geheilt. Warum sehe ich immer dieselben Leute? Nee, dich verfolge ich ja, jetzt. Das verfolge ich jetzt nicht. Ich will nicht. Ich bin schon in Leon so schlimm losgeworden. Ich meine, wenn ich das nächste Mal finde, dann ist er tot, aber ich würde wirklich gerne mal jemand anders erwischen. Wie zum Beispiel Fengmin. Naja. Ganz so blöd ist er dann doch nicht. Brauche ich noch nicht mal in Phasenlauf zu gehen. So. Jetzt habe ich auch gleich meinen siebten Haken, dann habe ich das auch gelöst. Was ist denn sechs? Wo sind denn da Haken? Da hinten ist noch einer. Oh, das war echt knapp. Und jetzt Schlag.
schlägst du ihn, dann ja. hast du deinen Sinn. Ich wollte es mal gemacht haben. Hat er einen D-Strike? Nein, hat er nicht. Die Hacken sind hier echt übel. Oder ich bin zu blind, um die, die nahe sind, zu sehen. Wahrscheinlich, so. Weil die nahen werden dir ja auch nicht angezeigt. Ja. So, zwei tot. Aber sie hatten tatsächlich Pech, dass Leon ganz am Anfang versucht hatte, sich abzuhaken. Das hat ihn die erste Phase komplett gekostet. Sie hatten auch Pech, dass also Leon und den wie heißt der? Der Jeff. Ja, der Jeff ist mir ja auch dauernd reingerannt. Deswegen habe ich ihn ja einmal entkommen lassen. Nee, die haben ja auch am Anfang gar nichts gemacht. Die standen ja auch einfach rum. Ja, stimmt. Die haben das... Der eine hat im Schrank sich versteckt und der Jeff stand einfach rum. Ja, das stimmt. Kannst ja auch mit ihnen Friends with Killer machen. Ja, mal gucken. Ich hatte eben 0k und mit dem Geist auch nur ein... Nee, 2k habe ich ja noch rausgeschlagen am Schluss. Rechts. Ja, ich weiß. Sprintboost. Ich dachte, ich schaff's noch. Da ist keine Palette mehr. Die hat Leon schon verbraten. Ich habe ihn gerade gesehen. Jetzt ist er schlecht gerannt. Er hat keinen Dead Heart, weil er hat einen Sprintfuß gehabt. Ah ja, der Haken, den kennen wir ja. Oh, da ist ein Haken. Ja, trotzdem brauche ich ganz schön lange, um da hinzukommen. Meine Fresse. So, der ist zwar explodiert, aber wer weiß, ob Feng Min... Ah! Ich doch noch in der Nähe ist. Jetzt wäre in der Tat natürlich geflüstert... Na Gott, sie ist direkt hin. Ganz praktisch. Gucken wir mal, ob er Borrowed Time hat. Ich gebe ihm noch eine Chance. Ich meine, die brauchen noch drei Generatoren, sind noch zu zweit insofern. Okay. Ob sie im Schrank hockt. So viel Glück habe ich auf meiner Stufe selten, aber wer weiß. Anderer Schrank? Mhm. Ja, weil er ist ja weggerannt, aber sie war nirgendwo. Ich habe sie, ja, ich habe halt ihn gesehen. Es kann sein, dass sie einfach in die andere Richtung gerannt ist. Kann natürlich. Warte, er ist an dir vorbeigelaufen. Oder? Nee. Nee, das ist... Sah nur gerade so aus. Ich gebe der ganzen Sache noch 20 Sekunden und dann hebe ich ihn auf und hänge ihn auf. Warte. Cool. Sehe ich ihn schon wieder? Gibt's doch gar nicht. Ja, lauf in die andere Richtung, weil sie ist ja, glaube ich, an dir vorbei. Oder? Wirklich. Ist er gerade gut gelaufen? Huch. Hallo, Feng Min. Hey, schön, dass du mal einen Hit für David nimmst. Das ist das, womit ich auch nicht gut zurechtkomme.
Killer, der einfach langsamer ist als Standardkiller. Ich bin als Hetzkiller bin ich relativ gut mittlerweile oder brauchbar, sagen wir es mal so. Und die Killer, die halt nicht die volle Laufgeschwindigkeit haben, mit denen tue ich mich ein bisschen schwer. So. Hacken. Das ist doch schön. Sie sind sich treu und helfen sich gegenseitig. Das ist sehr nett von ihnen. Ja. Beide sind verletzt. Im Haus? Ah, ne, da ist. Da ist David und Feng Min war aber auch noch in der Nähe. Ich guck mal, ob ich sie auch noch finde. Ja, da ist sie. So schön. So, das heißt erst David. Wo ist David? Da ist David. Der kann kein Decisive Strike mehr haben. Und dann Feng Min. Soll ich es riskieren? Soll ich es riskieren? Ich riskiere es. Hat sie einen? Hat sie einen? Hat sie einen? Nein, hat sie nicht. Das habe ich tatsächlich öfters schon gehabt, dass ich vergessen habe, dass es diesen Entscheidungsschlag gibt und dann sind mir halt doch noch mehr Leute raus, als anders rausgekommen wären. Aber mittlerweile bin ich zumindest gedanklich darauf vorbereitet und bin mir des Risikos bewusst, wenn ich jemanden aufhebe. Juhu, und dann habe ich meine 7 Haken in einer Runde auch geschafft. Hey, 2 Pips. Cool. Der Tat. Das der Tat habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es das angewendet hat. Aber kein Decisive Strike dabei. So, die Seuche. Die Seuche. Da muss ich die erst alle komplett infizieren und dann einmal treffen mit dem Grundangriff. Okay. Das ist an für sich auch machbar. Aber mit der Seuche bin ich halt auch, ich sag mal so grob mittelmäßig. Trage Überlebende 150 Meter weit. Oh, das trägt sich ja ganz gut zusammen. So, was habe ich denn da mit ihr? Aufladegeschwindigkeit ist gut. Verlängert die Infektionszeit bei Objekten. Ich hätte gerne sowas wie... Bewegungsgeschwindigkeit. Dauer. Die Wirksamkeit, das suche ich. Der komische Kelch ist das. Stoß auf 3. Warum habe ich mit niemandem Ruf der Krankenschwester? Ist ja furchtbar. Corrupt Intervention. Keine Spice of Shadow, aber Discordance. Na jo, was soll's. YOLO und so Zeugs. Ja.
gib mir bitte halbwegs einfache Survivor. Die dürfen ruhig was können, aber sie sollen mich nicht komplett ausspielen. Na? Das ist zumindest mal eine normale Truppe, so mit den ganzen Grundcharakteren. Na, Dwighty Boy? Der Runde gehe ich dann auch ins Bettchen. Jo. Das wird auch meine letzte Runde sein. Also in der Hoffnung, dass ich meine Tagesaufgabe mit ihr noch gemacht kriege. Dann kriegt Pyramidenkopf meine ganzen Punkte. Hehehe. Ja, den habe ich ja prestigiert. Der muss ja nochmal sammeln. Den habe ich beim Gespenst auch gemacht. Ich war jetzt am überlegen, ob ich einfach ihn direkt auf Prestige 3 durchprügeln soll. Und ja, dann habe ich hinterher hoffentlich Ruhe. Zumindest eine offene Map. Ist eigentlich ganz gut, weil mit ihr kannst du durchs Feld durchspucken. Irgendwas triffst du mit einer ganz guten Chance. Gleich geht zweimal Dings an. Ist der eine wirklich Fox-ass? Mhm. Vielleicht auch ein Furry. Oh. Zeigen die sich schon alle in den Brunnen? Meine Fresse, sind die dabei, sich zu heilen. So, einen von vier. Das muss ich jetzt noch dreimal hinkriegen. So, David hat eine Taschenlampe dabei und ist, glaube ich, ganz hier in der Nähe. Ja, ich glaube, rechts war. Naja, machen wir jetzt mal so. Na gut. Cool.
Hihi, ich hab was getroffen. Wo ist er? Hat sich aber gelohnt, die rote Kotze gerade. Hängt er denn keiner ab? Nee. Das ist natürlich sehr schade für ihn. Warte, den habe ich jetzt ja, hab ich. Jetzt haben sie ihn noch endlich mal runtergeholt. Wegmachen. Genau, heilt euch alle im Boden. Macht mich stärker. Hey, sie ist vollständig. Das heißt, ich muss jetzt mit dem Grundangriff treffen. Und dann habe ich 2 von 4. Hast du der Tat? Nein, hast du nicht. Sehr schön. Nein, sie hat die Kotzarietes. Das ist fast so gut wie der Tat. Nea weigert sich strikt sich zu heilen. Wow, jetzt kriegen sie aber Generatoren gemacht hier. Ja gut, der war ja auch schon fast fertig. Ja, das stimmt leider. Ich habe ja gefragt, ob du den nicht treten willst. Ich hatte den getreten, oder? Nee, hast du warte, nicht. Warte, leg ihn nieder. I'm trying. So, da durch ein Fenster durch. Oh, da ist er. Aber oh, Leute, wie könnt ihr so schnell mit Generatoren sein? Geht doch. Da ist einer. So. Mal gucken, wo 3 Generatoren sind. Ach du meine Fresse, sind die weit auseinander. Ah, er ist schon komplett infiziert. Ich sollte ihn vielleicht mal deswegen hauen. Deswegen sag ich ja, erlege ihn. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. So. Jetzt. Okay, das ist der dritte. Haken technisch aus hier. Vorne. Oh, ja, da war der Keller. Aber ich wollte auch zum Generator da hinten. Aber das hat sich gerade erledigt. Wird nicht gut ausgehen David für mich, noch. Aber... Ey, den denkst du, Jason. Das hör. Das ging schnell.
Mist, der hat sich gerade geheilt, der Kerl. Willst du nicht den David machen? Ist doch egal, Hauptsache ich krieg irgendeinen. Ach, sind wir verschieden. Das ist ja der Dwight, das ist der Dwight, den ich hier kriegen will. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob er noch einen Decisive Strike hat oder sowas. Hat sich aber erledigt. Also vielleicht hat sich's erledigt. Wir werden sehen, ob er einen Decisive Strike hat. Ich riskier's. Und er hat keinen und landet im Keller. Oh, warte. Kann ich den eigentlich? Ich will nur gerade gucken, ob ich ihn vollständig infizieren kann. So, das müsste reichen. Jungs, wenn ihr mich nicht aus dem Keller rauslasst, wie soll ich denn dann nicht campen? Jetzt ist er euretwegen tot, weil ich nicht schnell genug weglaufen konnte. Jetzt käme ich ihn auch zu Tode, die letzten zwei Sekunden. Ja. Ist ja. Jetzt sagen sie bestimmt, du Camper am Schluss. Die dumm. Du, 135 Meter. Zumindest kein Pit verloren. Aber deine Tagesaufgabe hast du nicht geschafft. Nee, drei Stück habe ich gekriegt. Also muss ich noch eine Runde spielen. Muss. Ist ja so schlimm. Ja, ich merk's. Zweimal ist muss, ne? Mhm. So. Was? Brechtrank? Wird leicht die Wirksamkeit? Achso. Oh. Moment. Nun gut, ich werde trotzdem mit ins Bettchen gehen. Das ist völlig in Ordnung. Dann bis später, sage ich jetzt mal. Ja, genau, bis später. Bis dann, ciao. Jo, bis dann, gute Nacht, ciao. Schon wieder mit Prestige. Und noch ein Ace und noch eine Yunjin Lee. Das ist alles nicht so leicht. So, kann ich hier. Erstmal rausgehen. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen.
Na, komm schon. Ormond. Sollte auch halbwegs okay sein. Einmal kurz verteilen. Treffen können. Na, ich gehe vielleicht woanders hin, da ist noch. Schnell. Ob ich sie jetzt noch kriege mit meinem L1-Angriff, bin ich ja schon zufrieden. Und Tagesaufgabe haben wir. Und einen Haken. Sollte man nicht vergessen zu erwähnen. So, jetzt muss ich auch nicht mehr ganz so viel auf die Dings spielen. Das Korn springt an, der da hinten war auch schon gemacht, also der ist fertig. Na gut. Da haben wir einen Haken. Gut, ist nur noch infiziert. Ah, der ist natürlich. Ach. Das ist faszinierend, wie schnell das Kordens. So. Meine Fresse. Und jetzt nehmt mein Hit für sie. Das wäre toll. Ist mal nicht näher. Das ist gut. Sehr cool. Zumindest da den Haken. Wickelt's aber ganz schön, Mädel. So, wo haben wir denn Brunnen? Ganz viele. Wow. So.
Schaden. Näher, die ist jetzt tot. Ich versuche noch nicht mal zu tunneln, die da laufen mir halt einfach immer über den Weg. So denn. Da ist er. Das war mal ein cooler Einsatz von der Kotze. Ja. So, da unten sind ganz viele verdorbene Brunnen. So. Da hinten ist noch ein schöner Generator. Okay. Ja, das dachte ich mir. Aber, den der Mitte, die drei muss ich verteidigen. Es tut mir echt leid, aber nicht verletzt gegen die Kotzen. Hast du dieses Quark? Nein, hast du nicht. Dann kommst du direkt wieder in den Haken zurück. Oh. Hm? Ah, der ist noch kaputt. Den infizieren. So. Zwei Generatoren. Okay. Das da lässt sich ganz gut verteidigen, würde ich sagen. Okay. So. Wer ist damit? Dir. Nicht mehr. Okay, das läuft doch ganz gut. So. Treffer. Very cool. Gucken wir, ob du einen hast. Hast keinen. Ist da hinten irgendwo einer? Wahrscheinlich nicht. Ja.
for the shot. Müssen wir mal gucken. Okay. Nicht gedacht. Damn. Der hat sich geheilt. Kaputt. Na bitte, da haben wir doch noch eine schöne Runde produziert. Das lohnt sich noch. Versucht. Hat es nicht geschafft. Okay. So, Ace. Wo bist du? Ich gönn mir noch mein 4K. Sich für. Oh, das wären Bäume gewesen. Das war doch eine sehr zufriedenstellende Runde. Juhu! Da gibt es auch noch Punkte zum Abholen. Es gibt alles einen Pyramidenkopf. Da bin ich doch mal sehr zufrieden. 20 vor 1 schon. Puh. War das 1 hier, 1 oder sind einmal sogar alle 4? Also ich weiß es schon gar nicht mehr. Wir haben eine Waffe für, ich glaube, Hillbilly ist es. Gut. Welches Buch war das jetzt? Das da. Oh nee, krass. Der. So. Schillert. Töte 12. Joa, die sind alles sehr straightforward. Jetzt habe ich ganz viele Punkte. Und die möchte ich Pyramidenkopf widmen. Das war, glaube ich, wirklich nur die günstigsten Sachen.
Artifacts werden trotzdem gekauft. Dann möglicherweise doch noch spielen. Tinkerer. Strider? Ja. So, mehr Tinkerer. Folter drücke. Vergib mir doch besser Tinkerer. Und das ist ein besser. Warte. Bitter Murmur. Dann nehme ich sogar fast lieber Vater Folter mit. Corrupt Intervention ist okay. Ja, ich habe auch nicht so die Perks mit ihm. Einmal tot geweiht. Jetzt wohl Strider. So, ein Level jetzt maximal noch. Jetzt dieser Kelch. Ach, ja. Steht, weißt du, wenn er wenigstens laufen könnte drauf. Drückende Präsenz. Ja. So ein tolles Perk. Okay, das waren meine 200.000 Punkte. Und dann würde ich sagen, genügt es für heute. 5 Runden. 2 sehr gute, 1 mittlere, 2 nicht so gute. Total ausgeglichen, ist völlig in Ordnung. Und damit war es das für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.